Willkommen zurück zu Minecraft, sagt der Geli, dessen Greenscreen wieder funktioniert. Es lag banalerweise am Mikrofonschatten. Oh ja. So, wir haben natürlich, der eine oder andere weiß es wahrscheinlich, uns ist das Spiel letztes Mal abgeschmiert. Ah, Mist, die Workbench steht da jetzt ja auch nicht mehr, ne? Haben wir überhaupt noch irgendwas von dem Zeug, das wir hatten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Gehen wir erstmal hoch und gucken, was da so zu holen ist. Außer jede Menge neues Zuckerrohr. Ja. Plan für heute richtig produktiv sein. Und den Festplattenspeicher im Auge halten wäre auch gut. Aber ja. Ich glaube, um den heute jetzt damit voll zu kriegen mit dieser Folge, müsste ich circa 4 Stunden aufnehmen, was ich jetzt nicht unbedingt vorhabe, wenn ich ehrlich bin. 37. So, jetzt muss ich auf meine 40 kommen. Die ich brauche, also die normalerweise drin sind. Ja, da sind sie auch. Gut, ja. Yeah. Wo waren wir stehen geblieben? Hier ist der Ausgang. Ich vergesse das jedes Mal. Ich weiß übrigens auch nicht, was ich hier oben hinbauen soll. Okay. So. Und neue 32 Bücher. Die wir natürlich gleich wieder hier reinlegen. So, da. Ja. Bei den nach 2 Zuckerrenten können wir auch drüben wieder das Ding. Kann man die eigentlich wieder leeren jetzt? Ah. Gut. Wir haben unser Milcheimer-Problem gelöst. Was wollte ich machen? Ich glaube, ich wollte mir in erster Linie eine Axt bauen. Mit Hilfe von der ich erstmal den Baum wegkloppe. Und dann noch eine Spitzhacke und eine Schaufel. So. Die Axt. Ich kann das natürlich diesmal auch so lösen. So kommt man nämlich auch in den Baum hoch. Ich muss jetzt da unten an Fackeln einsammeln, aber das ist mir relativ egal. So. Gut. Baum wegfällen, ja, Riesenbäume, ja, schön. Hatten wir alles schon mal genau an diesem Ort und Stelle. So. Ich muss öfter den Spielstand zwischenspeichern, um sowas zu verhindern, wie es eingetreten ist. Das heißt, ich nehme mich durch bewusstes Aufrufen des Pausemenüs ganz leicht beheben. Daran muss man sich halt nur immer erinnern. So. Jetzt dürften ja hier kein Holz mehr sein.
Aber ich würde auch der Fanservice jetzt sagen, dieses Mal lassen wir den Baum erstmal ein bisschen decayen und danach zünden wir ihn erst an. Wo die Fackel nur stand, ich weiß es nicht. Die Dinger geben schon gut Setzlinge, die großen. Aber ich glaube, durch das Verbrennen sind uns auch ein paar Items verbrannt. Erstmal neue Bäume anpflanzen. Gut, an genau dieser Ort und Stelle würde ich jetzt noch keinen Baum pflanzen, wenn ich ehrlich bin. Das wäre mir zu heikel. Wegen dieser Baumkrone, die hier noch in der Luft schwebt. So fröhlich. Währenddessen kann ich ja hier schon mal wieder einigermaßen den alten Zustand wiederherstellen. Und dann fangen diese mal von unten. Das wäre vermutlich sogar sinnvoller. So. Also sie gehen jetzt zu dem Turm und fangen dort an. Das geht dann bis genau hier hin. Ja, genau hier auch an dem Block los. So. Das ist die Mauer. An dieser Stelle. Die wir dann auch gleich vollends ausrüsten wollen. Und mich juckt es gerade tierisch. Deswegen kratze ich mich schnell. Man ist ja kaum glauben, aber ich habe bis gerade eben tatsächlich ferngesehen. War ja auch ganz lustig. Habe sehr gelacht. Aber gut. Alter, das ist ja furchtbar, wie das juckt gerade. Da hat mich wohl der Floh meiner Katze gebissen. Gut, das. Nein. Aus. Böse Bilder im Kopf. Und es wird wieder dunkel. Ich hasse diesen Moment in Minecraft, wenn es dunkel wird. Weil wir haben wieder episches Bildrauschen in meiner Frisur. Falls du einfach die Pechmusmütze aufziehen. Oder ich glaube, dass wenn ich sie gerade finde, wo ist sie denn? Ah, hier. Da ist sie, das gute Stück. Moment, wie mache ich das am geschicktesten? So. Ist doch schon viel besser. Wie gut man es lesen kann, weiß ich jetzt zwar gerade nicht. Ich hoffe mal, so schlecht ist es nicht. Aber ja, das ist die Pechmusmütze. Ist sie nicht episch? Wenigstens ist in meinem Zimmer gerade nicht kalt. Hatten wir auch schon mal anders.
So. Na, wir brauchen auch viel mehr Kohle dafür. Hier. So. Lass mich hier wieder hoch. Oh Mensch, das passt ja gut, dass man hier quasi exakt eine Säule machen kann. Ja, also mache ich es jetzt aber mal nicht. Und da müssen wir jetzt schnell Kohle holen für Fackeln, weil ich sehe sonst absolut gar nichts. So. Ach Gott, ich muss noch eins weiter hoch. Wie schnell das bitte wächst. Das ist doch nicht normal. So. So, den Baum zünden wir mal an. Und setzen dafür ein paar neue. Kriegen Sie auch einen Setzling? Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter und leuchten den Müll. Moment, ich brauche erstmal noch. Hahaha. Habe ich jetzt fast vergessen. Wieder die Treppen. Hallo ihr da. Steintreppen wollte ich machen. Hätte gefährlich werden können, wenn ich in die Lava gelaufen bin. Wäre. Ach komm schon, Schaf, please. Ist halt schon wirklich fast ausnahmslos gewachsen ist. Das ist schön. So viel Zuckerrohr zu haben. Ach, das ist doch. Oh. Kommt man hier irgendwo noch raus? Ja, da vorne. Okay, da.